So, herzlich willkommen zum Video zur zweiten Bundesliga. Vorerst das letzte Video zur zweiten Bundesliga, denn es steht der 34. Spieltag an und dann ist erstmal Sommerpause. Das heißt, es dauert ein, zwei, wer weiß nicht, wann es wieder losgeht, Monate, bis es wieder losgeht. Wir schauen nochmal kurz zurück auf den letzten Spieltag. Ja, es waren fünf falsche Wetten, aber es war ein Wahnsinnsspieltag. Also jeder, der das verfolgt hat, es hat sich unfassbar gelohnt, die Konferenz zu schauen. Eigentlich hätte ich normal Nürnberg als Einzelspiel geschaut, aber zur Halbzeit lang die 0-3 zurück und man konnte es sich nicht anschauen. Pures Leiden. Ich habe dann umgeschalten zur Konferenz, das hat sich dann mehr gelohnt. Ja, unfassbar. 22 richtige Wetten, 20 falsche Wetten, 6-mal Cashback in der zweiten Liga. Ist es mit Abstand die schlechteste Statistik von den anderen, aber wir schauen jetzt, dass wir es mit dem 34. Spieltag nochmal ordentlich nach oben bekommen, damit wir das auch ordentlich abschließen. Wir sehen uns gleich wieder bei Bet365. So, da sind wir auch schon bei Bet365. Der 34. Spieltag steht an und ich kann jeden nur raten, schaltet am Sonntag die Konferenz an. Es wird unfassbar spannend, sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegskampf. Der 33. Spieltag war an Dramaturgie kaum zu überbieten, sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegskampf. Dresden in der 90. Minute mit dem 0-1 hat aber nichts genutzt, da Karlsruhe das 3-3 gemacht hat, 0-3 gegen Bielefeld aufgeholt, Nürnberg 0-6 sich abschießen lassen, ist weiterhin unten drin. Was hatten wir noch? Ja, Stuttgart 6 Tore gemacht. Heidenheim, ja, mit einem 2-1 in der 94. Minute. Hat sich Platz 3 gesichert, ist am HSV vorbeigezogen. Es wird unfassbar spannend am letzten Spieltag. Beginnen wir mit dem ersten Spiel Bielefeld gegen Heidenheim. Heidenheim wird sich hier zerreißen. Bielefeld hat zwar 3 Tore gemacht, 2 Geschenke waren aber definitiv von Karlsruher Seite dabei. Ein Eigentor und ein unfassbarer Bock vom Abwehrspieler. Deswegen hier. Darf man nicht vergessen. Aber Karlsruhe hatte auch 2 Elfmeter. Der eine war etwas fragwürdig. Hier Heidenheim trotzdem. Meiner Ansicht nach vorne. Natürlich hat Bielefeld erst 2 Niederlagen, aber ich glaube, wenn sie die dritte kassieren, dann gegen Heidenheim. Ich wollte schon sagen heute, aber am Sonntag. Dynamo Dresden gegen den VfL Osnabrück. Ja, Dresden ist abgestiegen, klar, theoretisch haben sie noch eine Chance auf den Klassenerhalt, müssen auf 15-0 gewinnen, der Rest müsste verlieren. Dresden ist mit den Nerven am Ende, ist mit den Kräften am Ende. Osnabrück hat sich wieder gefangen, Osnabrück ist aktuell besser drauf, können befreit aufspielen, hat man gegen Kiel gesehen. 0,0, deswegen hier auf Osnabrück. 1,9-0-Quote. Fürth gegen Karlsruhe, ein brisantes Spiel, denn Fürth kann den Nachbarn aus Nürnberg helfen, deswegen hier auch die hohe Quote. Sie werden schon professionell antreten. Fürth ist die spielstärkere Mannschaft. Karlsruhe wird sich zerreißen. Ob sie nervig wieder so zittern wie gegen Bielefeld am Anfang und sich solche drastischen Fehler erlauben, ist mal dahingestellt. Ich sehe hier Fürth vorne. Hoffe, dass Fürth auch gewinnt und gehe hier auf ein 0,0 plus 0,5 auf Fürth mit einer 1,975-Quote. HSV Sandhausen, kurz knapp, Hamburg muss dieses Spiel gewinnen, wird dieses Spiel gewinnen. Sandhausen ist wie jenseits von Gut und Böse mittlerweile, tabellentechnisch und da geht es um nichts mehr. Ja, spielen scheiße und Sieg Hamburg. Hannover, 96 Bochum. Rate ich ab, von irgendwas zu tippen. Hannover, wenn sie die Form auf den Platz bringen, sind sie Favorit, wie auch hier quotentechnisch gezeigt. Bochum aber, beste Corona-Restart-Mannschaft. Ja, deswegen hier kein Tipp. Sehe ich hier nichts zu. Kiel-Nürnberg, hier möchte ich aus persönlichen Gründen nichts tippen. Da, wenn man Fan dieses Vereins hier ist, hoffen wir natürlich unfassbar, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Deswegen hier von mir kein Tipp. Regensburg gegen Aue. Aue und Regensburg jenseits von Gut und Böse ebenfalls von der Tabelle. Regensburg seit Corona-Restart hat sich definitiv gebessert. Aue gewinnt ihre Heimspiele weiterhin, aber auswärts weiterhin schwach. Ich sehe hier Regensburg vorne, Quote 1,50 für den asiatischen Handicap. Sie kann auch ein Unentschieden werden, beide. Relativ gleich stark, wenn man die Aue-Auswärtsschwäche mal wegnimmt. Wien Wiesbaden, St. Pauli auch. Wien Wiesbaden ist abgestiegen, bekommen viele Gegentore. Aber auf St. Pauli würde ich diese Saison nicht einen Cent setzen. Da stimmt was zwischen Mannschaft und Trainer irgendwie nicht. Weiß auch nicht, was das Sache ist. Aber auf St. Pauli würde ich nichts setzen. Stuttgart-Darmstadt ebenso ein Stuttgart-klarer Favorit, wenn sie ihre Form auf den Platz bringen. Sind sie natürlich klarer Favorit. Man darf auch nicht vergessen, die 2 Kantersiege waren gegen extrem formschwache Teams. Und auch in der Höhe gingen sie natürlich in Ordnung. Aber beide Mannschaften, gegen die sie gespielt haben, waren völlig von der Rolle. Darmstadt ist fraglich. Sie haben Moral gegen Wiesbaden gezeigt. Aber kurz und knapp hier kein Tipp, da Quote für Stuttgart zu niedrig ist. Und Stuttgart schon aufgestiegen ist, auch wieder in Anführungszeichen theoretisch. Aber das sind die 5 Tipps. Schreibt eure Tipps in die Kommentare. Und
Man sieht sich dann weiterhin zur dritten Liga und zu internationalen Wetten. Erste und zweite Liga wird es nach diesem Video erstmal nicht mehr geben, denn die Saison ist beendet und man weiß noch nicht, wann es wieder losgeht. Aber wenn es wieder losgeht, geht es auch hier wieder los. Deswegen, man sieht sich. Bis dann.